Ja, heute ist schon der dritte Tag auf der South By. Ja, bei mir war heute mehr Diversität bei den Themen angesagt. Unter anderem war es bei mir heute Demokratie, Metaverse, dann waren wir tatsächlich bei Ryan Geller drin und am Ende war ich noch bei dem Thema Mondlandungsmission, auch sehr spannend. Ich möchte mal drei Highlights nochmal herausstellen. Beginnen möchte ich mit Nancy Pelosi, die heute sich durchaus kritischen Fragen stellen musste von dem wunderbaren Evan Smith. Und zwar unter anderem, wie konnte die USA eigentlich dort landen, wo sie gerade gelandet ist, innenpolitisch? Und wie konnten wir das auch weltweit eigentlich? Wie sind wir eigentlich da auch gelandet bei den Herausforderungen, die wir gerade haben? Auf die USA bezogen hat sie einen Kernsatz gesagt, den ich wunderbar fand. Und zwar People over Politics. Und sie hat in dem Zuge auch die Republicans nochmal an ihre eigene Definition der sozusagen Identität und DNA erinnert. Und in dem Zuge auch gesagt, man sollte nicht länger ein Cult sein, sondern eben, wie gesagt, mehr an ihre eigene DNA denken. Bei Ryan Gellert war für mich der Kernsatz eigentlich, Business should take over the responsibility. Business should not longer hide. Also wir sollen uns nicht länger verstecken, sondern eben für die Auswirkungen, die wir auch selber kreieren, einfach die Verantwortung übernehmen. Und zum Abschluss möchte ich noch von Philip Rosedale berichten. Das ist ja der Gründer von Second Life. Und den fand ich, muss ich sagen, sehr spannend. Und da können wir uns schon eine Scheibe von abschneiden, weil er hat eigentlich 30 Minuten lang die Idee des Metaverse selber kritisiert und gesagt, wie weit wir noch davon weg sind. Aber das fand ich so wunderbar objektiv und neutral, dass selbst jemand, der in diesem Bereich eben arbeitet und natürlich Second Life mitgegründet hat, dass der eben sagt, wir sind noch nicht da und wir müssen noch ziemlich viel tun. Und wie gesagt, wir können uns davon, glaube ich, mal eine Scheibe abschneiden, dass wir sagen, wir können uns diesem Thema auch mal objektiv nähern und nicht immer nur sagen, ja, Second Life hat nicht funktioniert, also wird Metaverse auch floppen. Oder andersrum gesagt, ihr müsst unbedingt in Metaverse investieren, weil es ist das nächste große Thema. Dementsprechend, allein diese Position fand ich enorm spannend und wie gesagt, sehr inspirierend. Bei mir ging es heute viel um den Menschen und dessen Bedürfnisse, wie man beispielsweise Empathie durch künstliche Intelligenz operationalisieren sollte. Und auch laut dem Scandi-Modell sollten Marken einen holistischeren Ansatz wählen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, problemorientierter handeln und auch das Engagement anderer einfordern. Dadurch sind die Dänen nicht wie dauernd behauptet die glücklichsten Menschen der Welt, aber sie vertrauen dem System viel mehr. Und ich habe mir heute unter anderem mal einen Vortrag zu Robotern angeschaut, also nicht nur zu Marketing und Social Media wie in den letzten Tagen. Und der Vortrag, muss ich sagen, war auch sehr spannend. Und da ging es unter anderem darum, dass es wichtig ist, dass die Roboter Wert stiften. Wichtig ist auch die Experience, die geboten wird, die Brand Experience und die Human Experience. Ansonsten ist es nur Piece of Technology, wenn das nicht beachtet wird. Und auch wurde gesagt, dass für Employer Branding ganz spannend sein kann, weil neue Mitarbeitende auch fordern könnten, dass die Technologien, Roboter Aufgaben übernehmen, die sie selber nicht übernehmen möchten und deshalb explizit dann auch danach gefragt wird, ob es Unterstützung seitens Robotern, Technologien gibt.